Wir wollen nämlich jetzt von den Delegierten mal erfahren, mit welchem Gefühl sie nun in die neue Zeit starten. Das ist ja das Motto hier. Und ich bin jetzt beim Landesverband Sachsen-Anhalt. Ja, wie geht's Ihnen mit welchen Bedenken oder wie groß waren Ihre Bedenken vor diesem Parteitag und wie groß sind sie jetzt noch? Also ich hatte ehrlich gesagt gar keine Bedenken. Ich glaube, wir gehen guter Dinge in die Zukunft. Ich glaube, wir haben auch unserer neuen Parteispitze gute Aufgaben mit auf den Weg gegeben. Und ich bin guter Dinge, dass wir die CDU da ein Stück weit vor uns hertreiben. Und dann bin ich mal gespannt, ob die in Sachen Klima und Investitionen auch offen sind. Ich hoffe das auf jeden Fall. Und wie gesagt, da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Das hat die Parteichefin ja schon verneint. Das heißt, viele alte Probleme oder viele Probleme der alten Zeit werden ja jetzt mit in die neue Zeit genommen. Zum Beispiel, wie umgehen mit dem Koalitionspartner? Ja gut, dass man nicht von Null startet, das ist klar. Aber wir haben gesagt, nach 2 Jahren muss da nochmal ein Strich gezogen werden unter der Bilanz. Und klar ist auch, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, insbesondere was das Klima angeht, was Investitionen in Infrastruktur angeht, was die Digitalisierung angeht. Da sind ganz viele neue Dinge aufgetaucht, die wir angehen müssen. Das zeigen uns ja auch die Demos, die freitags immer stattfinden. Und die jungen Menschen da haben auf jeden Fall recht, wenn sie von der Politik erwarten, dass da viel mehr passiert, als jetzt in dem Klimapaket zum Beispiel steht. Alles klar, vielen Dank. Dann rutsche ich mal einen Platz weiter. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Werden denn die Stimmen der ostdeutschen Landesverbände laut genug gehört? Welchen Eindruck hatten Sie hier auf diesem Bundesparteitag? Nicht laut genug, aber sie werden gehört. Also es könnte manchmal ein bisschen lauter sein und manchmal ein bisschen mehr. Aber dafür, glaube ich, sind wir auch ein Stück weit zu klein. Aber unsere Probleme sind riesengroß. Und ich denke, aber sie kommen in der Parteispitze an und sie werden auch gehört. Ins Führungsduo hat es jetzt keine Ostdeutsche geschafft. Aber Clara Geiwitz ist nun Parteivize. Was erhoffen Sie sich davon? Was ist besonders wichtig für Ihren Landesverband? Für uns ist besonders wichtig, dass Clara jetzt das Signal auch in die Parteispitze mit reinbringt, dass auch in Sachsen-Anhalt der Strukturwandel da ist, dass wir da mehr Unterstützung brauchen, nicht nur finanziell, sondern auch menschliches Know-how vielleicht in den ein oder anderen Richtungen, damit die Leute nicht abwandern, sondern weiter zu uns kommen, damit wir den Strukturwandel auch hinkriegen. Ich glaube, wir sind da schon ganz gut dabei, aber Kohleausstieg ist natürlich auch in Sachsen-Anhalt ein riesengroßes Thema und da müssen wir aufpassen, dass uns nicht eine ganze Region wegbricht. Vielen Dank, dann schaue ich noch mal hier. Es ist ja jetzt immer wieder die Rede von der Aufbruchsstimmung, aber die gab es ja bei der SPD schon häufiger. Also man erinnert sich nur mal an das Ergebnis von Martin Schulz, 100%. Mit 100% ist er damals zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Was kann man denn nun machen, dass es nicht bei dieser Stimmung bleibt, sondern jetzt tatsächlich mal der Aufbruch kommt? Ja, ich glaube, das Wochenende hat erst mal gezeigt, dass ich sag mal, die Nikolausstiefeln auch viel Positives waren, nicht nur Kohle drin. Und das versuchen wir jetzt umzusetzen. Das sind tolle Sachen dabei, die den Wähler, glaube ich, bewegen können. Ja, Erhöhung Kindergeld, Vermögenssteuer, Digitalisierung. Was machen wir eigentlich mit den Daten, die wir sammeln? Und jetzt sind wir gerade für uns, finde ich, ganz wichtigen Bereich Bildung. Wie gehen wir damit in Zukunft um? Und das ist eigentlich das, wo wir die Leute mitreißen müssen. Ich glaube nicht, dass die Leute so extrem dran interessiert sind, wer die Partei von innen führt, sondern wir müssen mit Themen nach vorne kommen. Vielen Dank. Also die Partei möchte die Wähler wieder mitreißen. Und damit gebe ich zurück zu meinem Kollegen Erhard Schäfer.